So, ich denke, wir können anfangen. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr über dieses überwältigende Interesse an der Veranstaltung. Unser Thema heute, heilige Kühe schlachten. Es geht um die Tabuthemen in Bibliotheken. Auf der einen Seite möchten wir Themen besprechen, die nicht diskutiert werden oder nur unter der Hand diskutiert werden. Auf der anderen Seite soll es auch um so ein paar klassische Themen fast schon gehen, die wir aber vielleicht von einer anderen Seite beleuchten, als es sonst üblich ist. Mein Name ist Dirk Lewandowski, ich bin der Moderator für die Runde und ich freue mich sehr, wie gesagt, erstmal über das große Interesse hier vor Ort, auch über das große Interesse, was bei Facebook und auf meine E-Mail-Aktion kam. Sehr viele Themen wurden eingereicht und ich freue mich besonders, dass unser Podium so hochkarätig besetzt ist heute. Ich möchte Ihnen ganz kurz die Teilnehmer vorstellen, obwohl es in den meisten Fällen ja wahrscheinlich fast nicht nötig wäre. Ich möchte anfangen bei Frau Schneider-Kempf, die Leiterin der Staatsbibliothek zu Berlin. Neben ihr Herr Hans-Christoph Hobohm, Professor für Bibliothekswissenschaft an der FH Potsdam. Neben mir Norbert Lossau, der Leiter der Staats- und Universitätsbibliothek in Göttingen. Wiederum daneben Klaus Tochtermann, Leiter der Zentralbibliothek für Wirtschaft in Kiel und Hamburg. Und ganz außen Herr Klaus Graf, den viele von Ihnen vielleicht kennen, nicht nur als Archivar, sondern auch als starken Diskutanten in der Mailingliste Inetbib. Ich hoffe, dass wir eine spannende Diskussion hinbekommen werden. Wie gesagt, es wurden sehr viele Themen eingereicht. Ich habe mich bemüht, die Themen zu gruppieren, in ein paar Blöcken zu diskutieren. Ich möchte beginnen, dass wir hier untereinander erstmal ein paar Themen ansprechen und dann so vielleicht nach zwei Dritteln der Zeit, wir haben ja eine Stunde insgesamt Zeit, nach zwei Dritteln etwa, dann auch für Ihre Fragen offen sind. Also alles, was Sie schon immer mal ansprechen wollten aus dem bibliothekarischen Bereich und Ihnen zu wenig diskutiert wird oder vielleicht auch gar nicht diskutiert wird, das können Sie hier dann erfragen. So, beginnen möchte ich mit dem, Thema des Selbstverständnisses der Bibliothekare und damit verbunden mit der Frage nach der Ausbildung. Herr Tochtermann, Sie hatten in der Einleitung oder in meiner kleinen Umfrage zu den Themen benannt, dass die Bibliothekswelt viel zu sehr an den Geisteswissenschaften hängen würde und dass hier eine große Umorientierung nötig wäre, und zwar hin zu den IT-Kompetenzen. Jetzt sind Sie ja Informatiker von Haus aus, da ist es vielleicht einfach natürlich, dass Sie das so sehen. Ich habe das ein bisschen so verstanden, heißt es, dass wir eigentlich, wenn die nicht die Bibliotheksausbildung mehr Informatikkenntnisse braucht, sondern, wie Sie gesagt haben, die Informatik mehr Bibliothekskenntnisse, heißt es dann eigentlich, dass wir überhaupt keine Bibliothekare mehr brauchen, sondern stattdessen besser einen Master machen, der auf einem Informatikstudium aufsetzt oder im Informatikstudium einen Schwerpunkt Bibliothek? Also die Beobachtung ist schon richtig, die so geschildert haben, als käme sie von mir, die nämlich von der Art ist, dass in den Bibliotheken, insbesondere in vielen Leitungen, ich glaube, das ist historisch bedingt, die Kompetenz primär in den Geisteswissenschaften liegt. Das hängt damit zusammen, dass man in den Geisteswissenschaften die Bücher so gerne mag und deswegen eine lange Tradition und Affinität zwischen den Personen hat, die sich gedanklich damit auseinandersetzen, und dem Objekt Buch. Und wenn man hier auf dem Bibliothekartag war und die vielen Vorträge gehört hat, ist auf der anderen Seite eine Grundaussage, die mir immer wieder begegnet ist. Die Grundaussage ist, wir brauchen mehr IT-Kompetenz in den Bibliotheken, wir brauchen Data Curators, also Leute, die sich um die Daten kümmern, wir brauchen Data Librarians, wir brauchen Social Media Librarians, also alles Dinge, die dann eine gewisse IT-Affinität voraussetzen. Das Beispiel, an dem man es ganz deutlich erkennt, wie wichtig es ist, in der Tiefe für die Bibliothek der Zukunft die IT zu verstehen, ist Linked Open Data. Weil bei Linked Open Data ist auf der Oberfläche das eine Frage der Vokabulare, mit der man sich auseinandersetzt. In der Tiefe sind aber ganze Logiken dahinter, die aus der Informatik kommen. Und es hilft ein bisschen, wenn man das Grundprinzip in der Tiefe durchdrungen hat. Es hilft, die Anwendung von Linked Open Data auf die Bibliothekswelt zu übertragen. Wenn ich dann auf der anderen Seite sehe, wie die Diskussionen laufen in Bibliothekswissenschaften, Informationswissenschaften und Informatik, was Gegenstand der Studiengänge sein soll, dann sieht man in den
Bibliothekswissenschaften immer die Diskussion, wie viel Semantik, wie viel Social Media soll denn in die Ausbildung hinein. In der Informatik denkt man gar nicht an bibliothekarische Elemente, die in den Ausbildungslehrgang mit aufzunehmen. Für mich wäre das aber der springende Punkt. Also es geht nicht darum, jetzt in die Bibliothekswissenschaften, Informationswissenschaften die Informatik reinzunehmen, sondern in die Informatik bibliothekswissenschaftliche Aspekte reinzunehmen, weil dort werden eben, da wird das Handwerkszeug der Zukunft unserer Bibliotheken vermittelt. Aber was eben bei den Studierenden häufig fehlt, ist dann die Anwendungsdomäne Bibliothek. Und da muss grundsätzlich was geändert werden, wenn wir eben zukünftig als Bibliothek auch erfolgreich bleiben wollen. Möchte jemand direkt was dazu sagen? Vielleicht die Geisteswissenschaftler in der Runde? Ja, nicht nur als Geisteswissenschaftler, sondern eben auch als jemand, der schon sehr lange Bibliothekare ausbildet und die Erfahrung gemacht hat, dass wir genau diese Tendenz, die Sie beschreiben, Herr Tochtermann, in der Tat jetzt in den letzten 15 Jahren sehr deutlich beschritten haben. Wir haben sehr viele Bibliothekare jetzt produziert, die einen sehr hohen Anteil ausschließlicher Technik und reinem Handwerkszeug gelernt haben. Zumindest auf dem Bachelor-Level, würde ich jetzt sagen, oder auch im Diplom-Level. Ich würde also ganz deutlich Ihnen entgegenhalten und sagen, wir brauchen also sehr viel mehr geisteswissenschaftliche Inhalte in der bibliothekarischen Ausbildung, weil beispielsweise, wie Sie das gerade gesagt haben, der Hintergrund von Semantik oder diesen Überlegungen zur Verknüpfung von Daten sind Logiken. Und die Logik ist nicht etwas, was die Informatik gepachtet hat, sondern es ist ein philosophisches Konzept. Wir müssen also unseren Studierenden und den zukünftigen Mitarbeitern in Bibliotheken sehr viel näher bringen, wie und warum solche Semantiken oder andere Instrumente, die wir bauen, tatsächlich funktionieren können. Warum eine Semantik wie beim Nutzer ankommt. Also die Kundenorientierung ist schon eher etwas Geistiges als etwas rein Technisches. Insofern denke ich, dass uns im Laufe der letzten mindestens 10 Jahre genau diese geistige Komponente in der Ausbildung verloren gegangen ist. Und ich denke, dass das auch in der Praxis ein Problem sein könnte. Das muss die Praxis beantworten, aber die Konzepte, die wir in den Studiengängen haben, gehen schon langsam wieder in die Richtung, dass man auch ein bisschen mehr drüber nachdenkt, was wir alles basteln. Also es reicht nicht einfach nur Informationschirurgie zu machen, sondern wir müssen wissen, welchen Patienten wir da vor Augen haben. Ich würde da gerne nochmal nachhaken. Und zwar hatten Sie in Ihrem Statement, was Sie vorab eingereicht haben, geschrieben, wir müssen zu Diskursen kommen, wo wir jenseits der Erfüllungsgehilfen für die ITler sind. Können Sie das vielleicht nochmal präzisieren? Geht es in die Richtung? Ja, was ich jetzt gerade gemeint hatte mit der Informationschirurgie, ist in der Tat das, dass in den meisten Fällen eben ein Semantic Web oder neue Instrumente, wie sie auch immer heißen, gebaut werden, nur in der rein instrumentellen Form. Das ist also hauptsächlich das Werkzeug, was angewandt wird. Und gerade wenn man also in die Informatik schaut, auch dort gibt es Tendenzen, sich sehr viel mehr um den Menschen zu kümmern. Also es gibt auch neuere Ansätze von Interface Design, die eben nicht mehr nur das reine Instrument am Bildschirm haben, sondern in der Tat auch darüber nachdenken, dass vor dem Bildschirm Menschen mit Körper sitzen. Also dass gerade in der Kognitionswissenschaft ja auch in letzter Zeit diskutiert wird, dass eben Intelligenz nicht nur der reine Computer im Kopf ist, sondern dass zur Intelligenz auch der ganze Mensch in der räumlichen Präsenz gehört. Also da sind mittlerweile auch in den anderen Disziplinen, in der technischen Disziplin, sage ich mal, Entwicklungen und Diskussionen entstanden, die wir nicht mehr mitverfolgen, die wir in der Tat auch aufnehmen müssen. Sonst, und dann kommt genau dieses Statement dann zum Tragen, sind wir nur diejenigen, die das in der Praxis umsetzen, was die Informatiker uns vorsetzen. Okay, jetzt haben wir zwei sehr unterschiedliche Konzeptionen gehört. Frau Schneider-Kempf, wollten Sie direkt dazu? Aber nicht zu den Geisteswissenschaften. Ich vertrete ja hier von meiner Ausbildung her oder von meinem Studium her eine Fachrichtung, die eher selten im Bibliothekswesen auftaucht, nämlich die der Ingenieurwissenschaften. Ich habe Architektur studiert und habe ja noch diesen sehr schönen, leider inzwischen abgeschafften Titel der Diplom-Ingenieurin. Ich möchte jetzt vielleicht ein positives Beispiel nennen.
die Einrichtung oder auch Konzeption von Bibliotheksbauten ist ja nicht etwa eine Aufgabe, wie mancher meinen mag, die einmal im Leben und nie wieder vorkommt und dann sich in einem spektakulären, mit Architekturpreisen überhäuften Gebäude äußert. Die Erfahrung von mir, aber auch von vielen Kollegen, mit denen ich immer wieder darüber sprach, ist, dass das im kleineren Umfang, was nicht heißt im unwichtigen Umfang, das Berufsleben begleiten kann, in ganz unterschiedlichen Ausprägungen, Umnutzungen, ganz stark unsere neuen Herausforderungen, wie man sagt, haben ja auch neue räumliche Konzepte zur Folge. Das hat mit der Ausbildung ganz viel zu tun. Ich habe jetzt nicht den Überblick zu beantworten, ob und wie diese Thematik in der Ausbildung auftaucht. Ich glaube aber, dass es so ganz schlecht nicht aussieht, Herr Huber. Ich gucke mal in Ihre Richtung, Sie sind etwas unsicher. Es ist jetzt ein Plädoyer von meiner Seite. Es geht nicht nur um IT, natürlich geht es ganz stark darum. Es geht auch um ein Thema, was sehr, sehr viele Folgen haben kann, auch finanzielle Folgen für unsere Bibliotheken. Besteht denn die Gefahr, dass wir Besteht denn die Gefahr, dass die Bibliotheken ihre klassischen Stärken verlieren, wenn wir die Ausbildung umkrempeln? Wer mag? Also wenn das jetzt gerade die Frage an die Ausbildung ist. Ich denke, dass wir in einer gefährlichen Situation sind, weil wir so ausschließlich auf Technik im Moment setzen. Aus der Praxis noch mal etwas dazu sagen. Also als Bibliotheksdirektor möchte ich gerne Leute haben, die haben drei Kompetenzen. Das ist einmal eine fachwissenschaftliche Kompetenz in einer Domäne, Physik, Chemie, Wirtschaftswissenschaften, was auch immer. Ich möchte gerne die Kompetenzen haben, die ich für Informations- und Datenmanagement brauche, was man so klassisch unter Bibliotheken bezeichnet. Und ich möchte gerne Leute haben, die ein Verständnis zumindest von IT haben, wie IT funktioniert. Und das sind die drei Kompetenzen. Also da sehe ich weder einen Gegensatz, sonst etwas, sondern es ist eine Symbiose, die wir zukünftig mal stärker brauchen werden. Und von daher glaube ich auch nicht, dass die bibliothekswissenschaftliche Ausbildung verlieren wird. Ich glaube, dass die bibliothekswissenschaftliche Ausbildung stärker Elemente aus der Informatik übernehmen wird, aus der angewandten Informatik. Ich glaube, dass das Fachwissenschaftliche wieder stärker eine Bedeutung bekommen wird, wenn man sich als Bibliothekar stärker mit den Fachwissenschaften gemeinsam in die digitale Welt hinein mitgeht. Also von daher sind es, glaube ich, keine Gegensätze und keine Gefahren, sondern eine ganz natürliche Entwicklung, die wir sehen. Aber leiden wir nicht gerade darunter, dass wir versuchen, alles in die Ausbildung reinzupacken und genau diese Leute zu kriegen, die wir nicht kriegen können dann? Ja klar, wenn wir den Fehler begehen, den wir häufig an Universitäten begehen, nämlich dass wir immer nur draufpacken auf die Curricula, dann leiden wir darunter. Wenn wir anfangen, die Curricula, die wir bisher gehabt haben, zu entschlacken und zu sagen, was brauchen wir nicht mehr und nicht nur zu sagen, was brauchen wir obendrauf, dann ist, glaube ich, das Problem nicht mehr so gegeben. Okay, ich würde Sie, Herr Graf, gerne noch dazu befragen. Sie sind ja der Einzige, der quasi als Outsider, als Nicht-Bibliothekar hier in der Runde ist, beziehungsweise als Nicht-Bibliotheksleiter oder in der Ausbildung tätig ist. Sie kritisieren ja die Bibliotheken in vielfacher Hinsicht. Wir werden auch noch auf einige Themen zu sprechen kommen. Wo sehen Sie den Beruf des Bibliothekars hingehen, beziehungsweise wo soll der denn eigentlich stehen? Als Archivar bin ich natürlich hier immer auch, oder frage ich mich natürlich immer auch, brauchen wir zum Beispiel eine eigene Archivarsausbildung neben einer bibliothekarischen Ausbildung oder brauchen wir irgendwie eine Ausbildung, die im Grunde genommen im Bereich des Kulturguts angesiedelt ist, also Museumswesen noch mit dazu. Das sind die Probleme, die im Grunde, also man muss das, denke ich, einfach auch übergreifender sehen, dass man eben sich da strategische Bündnisse schafft. Und in den USA ist es etwa so, dass da ja auch die Archivare und die Bibliothekare sehr viel mehr miteinander agieren, dass da im Bereich der Universitätsbibliotheken natürlich keine scharfe Trennung zwischen Archivausbildung und Bibliotheksausbildung besteht. Das heißt,
ich stimme dem Plädoyer für viel IT, für viel Web 2.0 natürlich ohne weiteres zu, möchte aber einfach zu bedenken geben, dass die Bibliotheken und die Bibliothekare in einem Feld angesiedelt sind, mit Archivaren, mit Leuten aus Museen, wo sie eben auch entsprechende Bündnisse eingehen müssen, um dieses traditionelle Kulturgut, Bibliothek, im Verbund mit den anderen auch bewahren zu können. Wenn das bedeutet, dass wir dann eben auch Bibliotheken teils als Buchmuseen haben, dann ist das durchaus eine folgerichtige Entwicklung und darauf muss man auch eingestellt sein und da muss man sich eben gewissermaßen auch entsprechend diversifizieren. Die Frage ging mir in die Richtung, also was tatsächlich, was Sie glauben, was in der bibliothekarischen Ausbildung getan werden muss, um die Bibliothekare vielleicht zu dem zu machen, was sie sich wünschen würden. Also es ist klar, dass, glaube ich, die Fachrichtungen sich vielleicht mehr vermischen werden. Aber was sind denn so die, also Sie haben jetzt gesagt, Web 2.0 fehlt beispielsweise oder wird nicht entsprechend beherrscht. Das war auch übrigens ein Statement, was in der Vorbereitung der Diskussion sehr stark eingereicht wurde. Aber ist es der Kern, was schon die Bibliothekare besser machen würde? Ich möchte trotzdem darauf insistieren, dass wir die Bibliothekare und ob man das nun IT-Kompetenz nennt oder Archivkompetenz oder Museumskompetenz oder wie auch immer, dass man die Bibliothekare über den Tellerrand schauen lässt. Ich meine, ich bin ja als Archivar in dem Sinn seit 1997 auch in der Mailingliste InnetBib und da mehr oder minder aktiv. Und mich interessiert eben dieses Bibliothekswesen, weil ich das eben als eine ganz wichtige Ergänzung auch unter dem Gesichtspunkt der Informationsvermittlung für meinen eigenen Beruf sehe. Aber wenn Sie die klassischen Berührungspunkte zwischen Archiven und Bibliotheken und Museen sehen, dann sehen Sie doch eigentlich parallel hochwachsende Bäume und eben keine Verflechtung. Und das heißt, ob wir nun Archivare sind oder Bibliothekare oder Museumsleute, wir sollten eben viel mehr auf, und damit komme ich auf, darauf, wo Sie darauf abzielen, wir sollten natürlich viel mehr mit Web 2.0 operieren. Es gab ja auch im Vorfeld einen Blogbeitrag, der eben dargestellt hat, dass er in seiner FAMI-Ausbildung oder der Autor, dass er in der FAMI-Ausbildung überhaupt nicht angeleitet wurde, sich neue Informationen für lebenslanges Lernen aus Blogs auch zu erschließen. Das heißt, wir brauchen in der Bibliotheksausbildung, natürlich auch in den Ausbildungen anderer verwandter Zweige, eine erhebliche Portion mehr Web 2.0. Wir brauchen Kompetenzen im Bereich der Bibliotheken. Es geht da nicht an, dass zum Beispiel die Staatsbibliothek Berlin keinen Blog hat oder dass sie da nicht auf Twitter aktiv ist. Das sind einfach Sachen, die aus meiner Richtung ein No-Go sind. Ne? Warum ist das so? Also wir sind aktiv bei Facebook, Twitter bisher nicht, was nicht heißt, dass es nicht kommen wird. Ich würde aber gerne nochmal an den Punkt anschließen, Museen, weil ich den sehr interessant finde, Archive, Bibliotheken, Museen. Und als Vertreterin einer Einrichtung, die, wie alle hier Anwesenden wissen, Teil der Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist ja in der Regel immer bekannter über ihre 16 Museen oder zumindest einige davon, die weltbekannt sind. Und innerhalb der Stiftung ist das ein, ich bin versucht zu sagen, Trainingsfeld für die Staatsbibliothek. Es gibt auch ein Archiv, das Geheime Staatsarchiv in der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Und gerade diese, Sie haben das sehr, sehr schön ausgedrückt, Herr Graf, nebeneinander hochwachsenden Bäume, die müssen in Verbindung miteinander gebracht werden. Da gibt es auch einen ganz starken, bei uns in der Stiftung, einen ganz starken politischen Druck von Seiten. Die Stiftung untersteht, wird ja getragen vom Bund und 16 Ländern, untersteht direkt dem Kulturstaatsminister, der das Thema kulturelle
Bildung seit ein, zwei Jahren in einer Art und Weise forciert, die uns regelmäßig zwingt, dazu Berichte abzugeben und die Vermittlung des Kulturguts, was wir bewahren, in Schichten, die wir, also jugendliche Kinder, die wir völlig raus hatten aus unserem Kopf. Dafür müssen wir und machen es inzwischen auch gerne und ich denke mit einiger Kreativität Programme entwickeln. Da müssen wir Präsenz zeigen und da können wir natürlich bei dem Punkt von den Museen sehr viel lernen. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf den Punkt mit dem Web 2.0. Sie haben jetzt ganz kurz was dazu gesagt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Sie es in Zukunft machen. Die Frage, und ich glaube, in die Richtung ging auch die Kommentare, die vorab eingereicht wurden. Haben Sie es verschlafen? Tja, weiß ich nicht. Ich denke, bei Facebook waren wir nicht so fürchterlich spät dran. Sicherlich hat die Staatsbibliothek über ihre besondere Geschichte nach der Wende 1989 die Aufgabe, zwei bis dahin völlig selbstständige Bibliotheken zusammenzuführen, bei einer Reihe von neuen Entwicklungen einen längeren Anlauf nehmen müssen. Das kann man auch so ausdrücken, wie Sie es, das würde ich auch gar nicht. Also ich würde nicht sagen verschlafen, denn das hieß ja, dass wir in der Zeit nichts gemacht haben. Das würde ich nicht so sehen wollen. Und da sind wir dabei, ja, aufzuholen, ich denke, mit gutem Erfolg. Bedeutet das, wenn Sie jetzt das hören, also es kann eigentlich nicht sein, dass eine Bibliothek in der Größe keinen Blog hat, dass Sie jetzt nach Hause gehen und morgen damit anfangen? Wir können ja mal drüber reden. Im Haus meine ich damit, nicht Sie und ich. Ja, ich denke, dass Web 2.0, Social Media und neue Technologien überhaupt keine heilige Kuh sind. Ich glaube, dass das sehr wohl angekommen ist bei uns. Also allein die Tatsache, dass wir jetzt so darüber reden und dass es also ganz natürlich ist, dass man das vielleicht zu Hause dann bespricht. Die heilige Kuh ist aber im Kern dieser Diskussion. Und zwar ist es für mich das, was Herr Graf gerade sagte, dieses über den Teller anschauen. Und es ist nicht nur das über Tellerrand schauen in andere Kultureinrichtungen, wie die das im Moment gerade machen, sondern das ist die Anforderung an eigentlich jeden, der über einen Rand schauen will, dass er überhaupt erstmal schauen muss, wo er selber steht. Sonst kippt er drüber. Oder, ich weiß nicht, das Bild kriege ich nicht so ganz hin. Also, was ich sagen will, ist, wir müssen sehr viel mehr unsere Position in der Gesellschaft im weitesten Sinne mit unseren Kunden, hatte ich eben schon mal gesagt, finden. Und das geht nicht mit der Technik. Oder jedenfalls nicht nur. Und ich bin ein bisschen am Anfang vielleicht missverstanden worden. Ich will nicht obendrauf etwas packen, dass da jetzt noch zusätzlich etwas kommt, sondern wir müssen diese extreme und fast ausschließliche Orientierung auf technologische Komponenten, Management, reines Basteln von Datenbanken, sage ich mal, im handwerklichen Sinne, da können wir reduzieren. Wir müssen sehr viel mehr, wie eben die Informatiker das selber machen, uns um die Anwendungsfälle kümmern und um die Frage, was tatsächlich mit diesen Dingen, die da gebaut werden, gemacht werden. Also was ich sagen will, ist, wir müssen sehr viel mehr unsere eigene Position finden, sehr viel kritischer darüber nachdenken, was wir machen. Und das geht unter anderem durch ein über den Tellerrand schauen. Das fängt sicherlich an damit, dass man mal in andere Technologien schaut, also mal Web 2.0 anschaut. Da gibt es bestimmt noch den einen oder anderen, der sich das mal anschauen kann. Aber die Tatsache, dass wir hier die Zukunftswerkstatt jetzt hier gerade auch so präsent haben, zeigt, dass wir auf diesem Weg sind. Die heilige Kuh ist die Frage, wie sehr beschäftigen wir uns mit gesellschaftlicher Entwicklung und wo stehen wir als Bibliotheken im öffentlichen Bibliotheksbereich und im wissenschaftlichen Bibliotheksbereich. Da ändert sich drastisch die Rolle dieser Institution und ich höre keine Stimmen aus der Bibliothekswelt, die das wirklich dezidiert durcharbeiten. Man sagt das immer nur, es ändert sich alles und wie schön es ist und wir haben eine neue Rolle. Aber warum ist das so und wie beschäftigen wir uns damit? Das fehlt mir als Diskurs. Ja, also so wird das nichts. Ne? Das ist zu abstrakt. Wenn ich bei uns, nehmen wir das Thema Ontologie, ne, gehen Sie in die Philosophie. Ich brauche nicht bei den Leuten das Verständnis dafür, was aus der Philosophie eine Ontologie ist. Die Leute müssen verstehen, was der Unterschied zwischen RDF und OWL ist. Wenn ich zu den Museen gehe und Social Media sehe, ich bin dabei mit anderen, mit den Goportis-Bibliotheken, ein Leibniz-Forschungsverbund Science 2.0 ins Leben zu setzen. Es ist eine grandiose Chance für die Museen,
im Bereich Social Media sich zu positionieren, um ihre Kundschaft zu erreichen, mit virtuellen Objekten die Kundschaft zu motivieren, ins Haus zu gehen. Also schreibe ich alle Museen innerhalb Leibniz an und die haben nichts anderes zu tun, als zu bauen. Die bauen wie die Wilden. Die bauen hier ein Haus und da ein Gebäude und da ein Gebäude und deswegen haben sie keine Zeit, sich um Social Media zu kümmern. Und so wird das nichts. Und wenn wir so diskutieren, wie wir es jetzt tun, ist das zwar eine, deswegen komme ich wieder zum Geisteswissen, eine geisteswissenschaftlich anregende Diskussion, aber es wird sich konkret nicht so viel verändern, wie wir an Veränderung brauchen. Die Bibliotheken, ich möchte gerne zu einem Thema überleiten. Die Bibliotheken bauen ja nicht nur Häuser, sondern sie bauen auch eine ganze Menge Portale. Das ist so der Eindruck, der hier entstanden ist. Ich habe im Vorfeld viele Zuschriften gehabt, die sich beklagt haben über diese Unmenge an Portalen. Da wurden lange Listen beigefügt, welche Portale es alle gäbe. Ich glaube, ich könnte jetzt anfangen, die vorzulesen und wäre dann ungefähr beim Ende der Veranstaltung fertig. Herr Lossau, Sie hatten geschrieben, dass die Frage eigentlich ist, ob wir noch die OPAX und auch die Discovery-Systeme überhaupt brauchen oder ein spezieller Google View reichen würde. Mich würde interessieren, was wäre denn, also was kann ich mir unter diesem Google View vorstellen und ist das die Richtung, in die es gehen wird? Was ich damit meine, ist genau das. Wir sollten uns nicht zu viel auf die Portale konzentrieren, das heißt auf die Systeme, über die unsere Nutzer dann auf unsere Bestände und auf unsere Daten zugreifen, sondern vielmehr auf die Hintergrundsysteme konzentrieren, sprich Daten zusammenführen, aggregieren, harmonisieren, um sie dann anderen zur Verfügung zu stellen für alle möglichen Oberflächen. Das ist eigentlich das, was damit gemeint ist. Das heißt, diese Enabling Systems ist wesentlich wichtiger als die Portale, stimmen allerdings nicht immer mit der Förderung und auch mit dem überein, was in der eigenen Institution, was durch die Politik, was durch Förderer gewünscht wird. Denn da braucht man immer auch, wenn Sie an Europäer denken, wenn Sie an die deutsche digitale Bibliothek denken, dann möchte man natürlich nicht einfach eine Infrastruktur nur im Hintergrund haben, die alles bereitstellt, sondern man möchte gerne das Fenster zur deutschen Kultur haben, man möchte gerne das Fenster zur europäischen Kultur haben und dadurch werden häufig diese Aspekte, von denen ich gesprochen habe, nämlich aggregieren, harmonisieren, als Forschungsinfrastrukturen zusammenführen, Publikationen mit Forschungsdaten, Infrastrukturen, wie sie im Moment im nationalen europäischen Raum entstehen, zusammenführen, damit nämlich nicht die Molekularbiologen, wenn sie Elixir aufgebaut haben im europäischen Bereich, sich wieder die Bibliotheksdaten nur über einen OPAC entsprechend abholen können und über eine einzelne Suchanfrage, sondern diese Daten in ihre Systeme integrieren können. Werden wir da in gewisser Weise zu einer Art Suchmaschinenoptimierer? Wir müssen unsere Inhalte nicht nur erstellen, aggregieren und so weiter, sondern auch an den Mann bringen? Der Begriff Suchmaschinenoptimierer fokussiert leider wieder nur auf einen Aspekt der Nutzung, nämlich die Suche. Natürlich kann man auch die Suchmaschine oder das Suchen optimieren, aber worum es heute eigentlich geht und zukünftig gehen wird, ist die Nutzung oder die Wiedernutzung und die Nachnutzung zu optimieren. Und von daher statt Suche ist, glaube ich, das ganz Entscheidende, darauf hinzuwirken, dass alles, was entsprechend auch mit öffentlichen Mitteln in unseren Einrichtungen gefördert wird, nach und wieder genutzt werden kann in allen möglichen Kontexten. Gibt es direkt ein Statement dazu, Herr Graf? Nein, ich rede zu viel. Ich kann das natürlich nur unterstützen. Ich bin ja der Überzeugung, dass eben im Bereich Open Access im Bibliothekswesen, wir kommen da vielleicht nachher noch drauf, wirklich mit Open Linked Data ganz entscheidende Schritte in die Zukunft gelungen sind. Ich erkenne das auch positiv an und ich möchte das also nachdrücklich unterstreichen, dass wir eben auch möglichst viele Inhalte von den Bibliotheken, sei das jetzt nun Digitalisate, seien das jetzt andere Inhalte, nicht nur bibliografische Daten, sondern eben auch Abbildungen oder andere Medien oder auch Publikationen, dass wir diese Daten, wenn die Rechte auch entsprechend bei den Bibliotheken vorhanden sind, dass wir die unter einer möglichst freien Lizenz zur Verfügung stellen, also im Bereich der gemeinfreien Digitalisate auf jeden Fall unter CC0, also ohne eine entsprechende Einschränkung und im Bereich eben der
jetzt eher forschungsgebundenen an die Person oder gegebenenfalls auch an die Institution gebunden in dem Bereich eben als CCBY, also mit der Nennung des entsprechenden Urhebers. Also das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, nicht nur Open Bibliographic Data, sondern generell Open Data aus dem Bibliothekswesen, digitalisierte Publikationen, Open Access und zwar nicht nur gratis, sondern auch Libre, also mit Nachnutzbarkeit unter einer Creative Commons Lizenz. Das war ja schon eine schöne Überleitung zum Thema Open Access. Sie haben ja in dem Zusammenhang von der Heuchelei der Bibliotheken gesprochen und dazu auch einen recht langen Beitrag verfasst, wo sehr viele Punkte angesprochen werden. Wenn Sie jetzt mal auf den Kern dieser Heuchelei gehen, worin liegt die? Sie liegt darin, dass die Bibliotheken und vor allem die Bibliothekare das, was sie predigen, nicht selber beherzigen. Also Beispiel ZFBB ist ein Klostermann-Tall-Access-Produkt, an dem ändert sich auch nichts, wenn ich... Es gibt zwar eine Beteiligung der Archivare an der ZFBB durch die Archivschule Marburg, aber ich habe als einzige Möglichkeit, als Archivar in Aachen die ZFBB zu lesen, wenn ich entweder in die Hauptbibliothek selber hingehe oder aber wenn ich wenn ich die Beiträge durch den hauseigenen Scan-Service nochmal scannen lasse, weil die IP des Universitätsarchivs ist für die elektronische Fassung der ZFBB nicht möglich. Das heißt, wir haben hier ein Organ, das eben ausdrücklich nicht nur für die Bibliotheken, sondern auch für die Archive geeignet ist, das aber in diesem Maße nicht interdisziplinär wahrgenommen werden kann, weil kein Archiv oder nur die allerwenigsten großen Archive können oder leisten sich ein Abo der ZFBB. Und deshalb brauchen wir natürlich bei solchen Leuchttürmen und der wichtigsten oder der traditionell wissenschaftlichsten Zeitschrift einfach Open Access. Und da tut sich seit Jahren überhaupt nichts. Und wenn man eine kritische Nachfrage nach den Vertragskonditionen zwischen der Uni-Bibliothek Jena und dem Klostermann Verlag hat, dann muss man, ohne dass da irgendein Herausgeber der ZFBB mir geholfen hat, musste ich den Verwaltungsrechtsweg beschreiten. Meine Klage ist jetzt abgelehnt worden gegen die Uni Jena. Die Berufung ist beantragt, also es geht durchaus weiter. Aber es ist ein Unding, dass man zum Beispiel eine einfache Frage, wie zum Beispiel, und das war eine meiner Fragen, dass man, wenn man wissen will, hat die Uni-Bibliothek Jena eine Selbstverpflichtung hinsichtlich der Langzeitarchivierung dieser Bibliothekszeitschriften? Das ist eine ganz klare, simple Frage, auf die eigentlich jeder Bürger und nicht nur ich eine Antwort bekommen sollte, dass man da auf Intransparenz stößt, dass eben Open Access nicht heißt, dass man eben die Sachen offenlegt. Genauso mit Herr Lossau hat mir auch eine Ich glaube, es ist nicht sinnvoll, wenn wir so ins Detail gehen, jetzt in diesem konkreten Fall. Vielleicht ist die ZFBB ein gutes Beispiel dafür, was wir diskutieren können, nämlich dem, was Sie sagen, entnehme ich, und das waren auch Stimmen, die vorab hier in die Runde kamen, dass diese Zeitschrift unbedingt Open Access sein müsste. Warum denn eigentlich? Also ich sehe die ZFBB eigentlich als eine Zeitschrift, auf die nicht das zutrifft, was wir oft das Problem haben, dass sie wahnsinnig überteuert wäre oder sowas, sondern es ist einfach eine Zeitschrift, die ein Abo-Modell hat, zu einem, wie ich sagen würde, fairen Preis. Was ist falsch daran? Es ist falsch, wenn wir so argumentieren, brauchen wir überhaupt nicht von Open Access argumentieren. Open Access. Open Access heißt ja im Grunde genommen, in der Regel kriegen die Leute irgendwie ihre Informationen doch her. Über Fernleihen, über Anfragen bei anderen Wissenschaftlern. Es geht also nicht um das Ob, sondern um das Wie. Und ich habe ja vorhin ausgeführt, wenn ich die ZFBB lesen will als Fachfremder, jetzt in Anführungsstrichen, obwohl es auch meine Fachzeitschrift sein soll, da
dann habe ich eigentlich keine bequemen Möglichkeiten. Ich muss mich, was ich ganz selten tue, in die Hauptbibliothek begeben. Oder aber ich muss irrsinnigerweise einen Scan-Service beauftragen, obwohl in der Hochschule ein PDF vorhanden ist. Das heißt, wenn wir Interdisziplinarität wollen, dann können wir eben nicht erwarten, dass jeder in jeder Institution jede Fachzeitschrift hat, sondern dann müssen wir eigentlich davon ausgehen, dass es schnell und günstig zum Kunden kommt, und das ist unter den modernen Bedingungen nur mit Open Access möglich. Frau Schneider-Kempf, Sie sind ja im Herausgebergremium der ZFBW. Haben Sie da eine Chance verpasst, dass Sie die Zeitschrift weiter verbreiten könnten, ganz neue Kreise erschließen könnten? Also weder die Anfrage nach Jena noch Ihre Problematik mit dem Zugriff ist mir geläufig. Das Thema Open Access ist im Herausgebergremium natürlich mit dem Verleger zusammen immer wieder thematisiert und immer wieder besprochen worden. Und dann, es hat eben eine heftige Reaktion darauf gegeben, durchaus in der Hinsicht aus dem Publikum, in der Hinsicht beantwortet, dass die ZFBB nicht dem Vorwurf sich aussetzen muss, zu einem überhöhten Preis ein Produkt anzubieten. Also ich glaube, Herr Graf hat recht. Also ich glaube nicht, dass Sie recht haben mit dem Begriff Open Access Heuchelei, aber ich glaube, dass Sie recht haben, dass Bibliothekare, die sich einsetzen für Open Access, auch dafür sorgen sollten, dass die eigenen Zeitschriften im Open Access verfügbar sind. Man kann an der Stelle neben Bibliothekforschung und Praxis ja auch noch, oder Zeitschrift für Buchbibliothekswesen ja auch noch Forschung und Praxis erwähnen. Bei denen ist es auch nicht so, dass alle Jahrgänge Open Access verfügbar sind. Man sollte darauf hinwirken, dass es kommt. Der Europäische Bibliotheksverband hat das gemacht. Er hat zusammengearbeitet mit dem Universitätsverlag in Utrecht und bietet die Zeitschriften eben im Open Access Verfahren an. Also man sollte das schon tun. Was man so lange tun kann, ist das, was ich auch mache, nämlich egal in welcher Zeitschrift ich publiziere, ich lege meine Artikel anschließend auf das Repository der Universität Göttingen frei zugänglich zur Verfügung, und damit hat man es. Das habe ich natürlich auch vorrecherchiert. Ich glaube, wir alle haben unsere Publikationen zumindest auf der Website jeweils als PDF, zumindest zum Großteil. Und daraus entsteht doch erst recht die Frage, also wenn wir es schaffen, aus unserem persönlichen Interesse heraus unsere Publikationen verfügbar zu machen, warum schaffen wir es dann nicht, unsere Fachzeitschriften verfügbar zu machen? Ich kann das bei mir ganz konkret sagen. Es ist einfach eine Frage der Priorität. Ich setze mich im Moment Priorität dafür ein, dass die Wissenschaftler unserer Universität Zugang bekommen zu den Zeitschriften. Die zählen nicht zu den Lesern der bibliothekarischen Fachzeitschriften, sollte ich dazu sagen. Und von daher hat es im Moment keine Priorität. Ich habe ja vor einiger Zeit eine Untersuchung gemacht, also eine Mini-Untersuchung, wo ich mal geschaut habe. Wir sprechen ja gerade über den grünen Weg von Open Access, also dass die Autoren ihre Aufsätze deponieren. Es ist erfreulich, dass, wenn das stimmt, dass sie alle das entsprechend in den Repositorien machen. Aber ich habe eben geschaut, wie hoch ist der Anteil von einem ZFBB-Jahrgang, da jetzt nicht irgendwie die Mitteilungen, sondern so die wissenschaftlichen Aufsätze. Und es war ein ganz geringer Teil. Das heißt, dieser grüne Weg von Open Access ist auch bei den Bibliothekaren eigentlich kaum verbreitet, und das muss geändert werden. Da müssen wir uns alle selber ich selber brauche mich da nicht an der Nase packen, weil von meinen Publikationen ist so, was überregional bedeutsam ist, durchaus alles online oder fast alles. Aber ich denke, man kann hier einfach dann auch diesen grünen Weg begehen, wenn man eben, also, oder wenn es eben bestimmte institutionelle oder im Herausgebergremium bestimmte Probleme gibt, jetzt nun eine Fachzeitschrift sofort Open Access zu machen. Bibliotheken, Forschung und Praxis ist, glaube ich, mit einer Moving Wall Open Access, ich glaube, ein Jahr.
ZFBB gibt es überhaupt kein Open Access Angebot. Das heißt, es sind alle, auch die vorangegangenen Beiträge, nicht kostenlos verfügbar. Also ich plädiere jetzt nicht unbedingt für die Maximallösung. Aber was mich eben seit vielen Jahren ärgert, ist, dass es so furchtbar schneckenartig in diesem Bereich der Open Access Heuchelei, so dem Begriff stehe ich, vorangeht. Man hätte also längst sagen können, gut, vielleicht jetzt nicht den aktuellen Jahrgang der ZFBB Open Access machen, aber wir schalten mal als Zeichen des guten Willens mal die vergangenen Jahrgänge frei. Ich kann Ihren Befund stützen in der Hinsicht. Ich habe auch mal eine Studie gemacht, wo wir uns alle deutschen Bibliotheks- und informationswissenschaftlichen Zeitschriften angeguckt haben, 3 Jahrgänge, und geguckt haben, wie viel Selbstarchivierung da gemacht wird. Das war auch ein relativ geringer Teil. Und das Erstaunliche war eigentlich, dass es überhaupt keine Entwicklung anscheinend auch gibt, dass es mehr werden würde. Also es ist ja kein Thema, was erst seit gestern besteht, und ist da Hopfen und Malz verloren? Ja, also man müsste mal gucken, wer das überhaupt liest. Also bei mir in meiner Welt ist natürlich der Druck der Community da. Also bei uns sind es die Wirtschaftswissenschaften, da gibt es ein bestimmtes Publikationsverhalten, und da wird halt erwartet, dass wir ein Open Access Repository anbieten. Da wird erwartet, dass wir von dort die Sachen zu Repack rüberschieben. Das ist einfach die, und mir geht es uns ähnlich wie Ihnen. Ich habe keine Zeit, mich darum zu kümmern, ob jetzt ZFBB Open Access wird oder nicht, weil meine Kundschaft sich darum nicht so richtig kümmert. Spielt es für Sie persönlich eine Rolle? Wir sind dabei, bei uns in der ZBW eine Open Access Policy festzulegen. Da wird ein Open Access Publikationsfonds zur Verfügung gestellt, wenn eben irgendwo Open Access was kostet, dass wir von der ZBW diese Mittel zur Verfügung stellen. Wir haben im Moment derzeit in dem Management Board die Diskussion darüber, in welchem Ausmaß können wir unsere Autorinnen und Autoren, also die aus unserem Haus kommen, dazu verpflichten oder motivieren, dass auch alle Literaturreferenzen nach Möglichkeit Open Access sein sollen. Weil dann verändert sich nämlich der ganze Wissenschaftsprozess. Dann ist der ganze Peer-Review-Prozess viel einfacher, weil die ganzen Begutachtenden draufklicken, zum Open Access-Dokument kommen und den ganzen Kontext einer wissenschaftlichen Veröffentlichung erkennen können. Das ist aber eine Diskussion, die gerade begonnen hat, wo ich noch nicht weiß, wie wir dabei rauskommen. Aber das ist natürlich ein Thema, das für uns sehr wichtig ist, und wo wir sowohl für die Wirtschaftswissenschaften Open Access sehr stark unterstützen, uns aber auch jüngst bei einem Open Access Journal in der Informatik beteiligt haben, weil das eben die Zieldomäne ist, wo wir unsere Forschungsergebnisse hinein publizieren. Ja, vielen Dank für dieses Stichwort. Wer liest eigentlich Bibliotheks- und informationswissenschaftliche Fachliteratur? Ich glaube, dass das natürlich für die meisten, die hier am Podium sitzen, kein so ein großes Problem ist, an diese entsprechende Fachliteratur ranzukommen. Entweder weil wir Herausgeber sind oder weil wir in Institutionen sind, die per se irgendwie haben. Aber die heilige Kuh, die ich hier sehen würde, ist die Frage, lesen wir in der Community, also in den ganzen Bibliotheken überhaupt Fachliteratur? Wie viel lesen wir vielleicht über BOB hinaus? Lesen wir nicht vielleicht auch mal gerade eine Randzeitschrift, die aufgrund einer Suche uns mal aufpoppt auf dem Bildschirm? Also das wäre die Frage der Interdisziplinarität. Warum treffen wir nicht mal auf andere Disziplinen, die uns vielleicht weiterhelfen könnten bei dem über den Tellerrand schauen? Also das ist für mich die heilige Kuh, und wenn wir da nicht bei den eigenen Leisten sozusagen anfangen, dass wir die eigene Literatur zur Verfügung stellen, auch für den Nachwuchs, auch für die Profession, die vielleicht nicht in den großen Institutionen sitzt und die vielleicht ausnahmsweise nicht in den Herausgebergremien sitzt, da sollte man schon noch ein bisschen mal genauer drüber nachdenken, warum eben das bei uns vielleicht anders als in anderen Disziplinen wirklich nicht so gehandhabt wird. Entschuldigung. Ich wollte noch zu der Frage, wer liest, die Frage, wer schreibt. Es ist in der, im Herausgebergremium in den letzten Jahren immer wieder ein Thema gewesen, kriegen wir überhaupt genug Beiträge? Da haben wir schon richtig Akquise geradezu betreiben müssen. Es hat sich dann ein wenig gebessert dadurch, dass zunehmend, wie Sie hoffentlich wahrnehmen, Themenhefte gestaltet werden. Und das findet Resonanz, denke ich. Und außerdem war es plötzlich nicht mehr so schwierig, Autoren zu finden. Aber das sollte man jetzt auch mal erwähnt haben.
Ja, der goldene Weg von Open Access ist natürlich die Gründung einer informations- oder bibliothekswissenschaftlichen Open Access Zeitschrift. Es gibt ja Libreas als Art, ja, es ist eigentlich schon mehr als ein studentisches Projekt, aber wir hatten ja neulich in InnenBib auch die Diskussion über die Praxis der Informationswissenschaftler, die eben vielleicht nicht ganz so wie die Bibliothekare dezidiert für Open Access eintreten, aber ich denke, man sollte da, also nicht, dass ich da jetzt das Ende der ZFBB wünsche, ich wünsche mir eine ZFBB, die Open Access ist, und ich wünsche mir aber auch andere bibliothekarische Open Access Fachzeitschriften, die eben nicht primär gedruckt sind, sondern in denen man das, wenn sie in einem HTML-Format sind, realisieren kann, was Herr Tochtermann gerade angesprochen hat, dass man eben hier die Verlinkungen zur Literatur auch hat, dass man da eben so ein Netz hat, und das würde auch schlagartig die Möglichkeit erhöhen, Plagiate und Ähnliches nachzuweisen, wenn man sofort feststellen kann, da ist oder draufklicken kann, und dann hat man die entsprechende Referenz dann auch im Volltext. Ich würde gerne zu Libreas noch eine Rückfrage stellen. Das ist sicher ein tolles Projekt, und wir haben ja eigentlich schon relativ früh auch in der Informationswissenschaft eine Open Access Zeitschrift gehabt, die von Herrn Kuhl damals gegründet wurde und ich glaube nach 2,5 Jahren wieder eingegangen ist. Ist es nicht so, das möchte ich Libreas nicht wünschen, dass wir ein Problem haben, dass solche Zeitschriften dann eigentlich immer auf der Selbstausbeutung beruhen von den Herausgebern und denjenigen, die beitragen, und wenn die dann weg sind und es nicht geschafft haben, eine Nachfolge zu organisieren, dass die Dinger dann wieder eingehen? Ist natürlich schwierig zu beantworten, zumal ich eben dieses Projekt von Herrn Kohlen da auch nicht kenne. Ich denke, wenn hier wirklich der allgemeine Wunsch nach Open Access ist, wenn hier auch, ich war vorhin in der Open Access Sektion, wenn hier auch entsprechende Publikationsfonds eingerichtet werden, dann ist durchaus ein informationswissenschaftliches oder bibliothekswissenschaftliches Journal, das hochkarätige Herausgeber hat, das entsprechend eine Qualitätssicherung bietet, durchaus mit einem vergleichsweise kleinen Budget zu realisieren. Wir sprechen hier ja nicht unbedingt über PLOS One mit 14.000 Beiträgen im Jahr, sondern das kann durchaus dann etwa über Open Journal System Software erfolgen. Und ich finde es eben wichtig, dass man eben neben den etablierten Zeitschriften eben auch Open Access Zeitschriften für jüngere oder wildere Themen auch hat, auch für kleinere Beiträge, für etwas Fragmentarischeres, für etwas Unfertigeres. Also ich selber werde ja oder hoffe ja, dass wir da im Rahmen von dehypothese.org auch so eine Zeitschrift Historische Miszellen realisieren können, die jetzt nicht bibliothekswissenschaftlich ausgerichtet ist, aber die eben gerade für kleine Beiträge eine Art Qualitätssicherung in einem Blogformat vorsieht. Und ich denke, im Bereich des Publikationswesens sollte viel mehr experimentiert werden. Diese ganzen alten Dinosaurier wie ZFBB, die dürfen gerne weiterleben, müssen jetzt nicht aussterben, aber es muss eben eine reiche Vielfalt auch an modernen Open Access Zeitschriften geben. Und also der große Aufruf, gründet Zeitschriften. Auf jeden Fall. Okay, das können wir auf jeden Fall mal mitnehmen. Mit einem Blick auf die Uhr stelle ich fest, dass wir nicht mehr so viel Zeit haben. Ich möchte gerne auf jeden Fall noch, dass Sie als Publikum die Gelegenheit haben, Ihre Fragen zu stellen. Wenn es Ihnen bisher zu brav war, ist jetzt die Chance, die Fragen zu stellen, die das Ganze noch mal mehr zum Leben erwecken vielleicht. Wer möchte denn ein Thema vorschlagen bzw. eine Frage stellen? Ich sehe das Problem gar nicht mal nur darin, in der Frage, ob Bibliotheken eine Facebook-Präsenz haben oder nicht. Also mir war das gerade ein bisschen zu dominant. Die interessantere Frage ist doch,
die bibliothekarische Fachdiskussion ganz einfach, die sich zum Teil im Web abspielt. Was machen wir mit der? Wie bekommen wir sozusagen das Prestige rübergeschoben zu Open Access? Wie bekommen wir schon die Fachdiskussion, die zum Beispiel in Weblogs läuft? Und im Moment ist es doch so, behaupte ich jetzt mal so provokant, meine These, dass das das Tabu ist, dass zum Beispiel die Rollenmodelle, die wichtigen Bibliotheksentscheiderinnen und Entscheider und die wichtigen Professoren und Professoren, dass die diese Medien kaum nutzen. Ja? Und daher natürlich die nachwachsenden Leute auch keine Motivation, keinen Grund sehen, Weblogs und die Diskussion in Weblogs überhaupt ernst zu nehmen. Das bleibt eine marginale, kleine, in sich geschlossene Welt, wenn es so weitergeht. Das ist ein großes Problem, was ich sehe. Das ist nicht nur ist eine Bibliothek bei Facebook. Das finde ich ehrlich gesagt eine ziemlich nachrangige Frage. Mich interessiert, wie bekommen wir endlich die angemessene Wertschätzung für Fachdiskussionen in Open Access und in Weblogs? Vielen Dank. Wer möchte was dazu sagen? Hat nichts mit Wertschätzung zu tun, hat einfach was mit Zeitfragen zu tun. Wenn ich auch noch zusätzlich in einem Weblog und in Facebook und Twitter und sonst noch überall sein müsste, funktioniert einfach nicht. Ich verhindere es nicht bei unseren Mitarbeitern, wenn sie es tun. Nein, ich. Fördern Sie eher Social Media in Ihrer Bibliothek? Ich sagte ja vorhin, dass wir so einen Forschungsverbund angehen. Science 2.0 ist ja die Tipp auch dabei. Da ist das natürlich genau die Frage. Wir haben im Publikationsspektrum auf der einen Seite die Zeitschriftenveröffentlichung, auf der anderen Seite den Blogbeitrag. Die Frage, die wir uns zum einen stellen, ist, was gibt es denn dazwischen drin noch? Das Spektrum ist ja noch nicht voll ausgefüllt. Und das zweite ist, wie kann ich eigentlich die Publikationsform Blog mit der Zeitschrift in Verbindung bringen, damit diese Communities zusammenkommen? Und das hat auch was mit diesen ganzen Portalen zu tun, weil wenn man sich die Logik der Veränderung anschaut, ist auch der Hintergrund der, dass wir weg davon gehen, alles nur um Dokumente und Metadaten herum aufzubauen. Das sind jetzt eben auch diese Social-Komponenten, also die Menschen, was Sie vorhin sagten, die im Zusammenhang mit den Dokumenten behandelt werden müssen. Und die Menschen sind nun mal im Social Media, die haben ihren Blog und da müssen wir sie abholen und ranbringen an die Dinge wie Zeitschriftenartikel. Deswegen, also man kann es am besten sehen bei der Entwicklung von Google. Also Google hatte die längste Zeit keine Social Media. Die hatten die Dokumente und man konnte dort suchen. Was hat Google gemacht? Google Plus kreiert, damit sie eben die Menschen und die Dokumente haben. Deswegen glaube ich auch, dass solche Portale unbedingt diesen Weg gehen müssen, die Menschen anzudocken. Deswegen glaube ich auch, Herr Heller, dass genau dieser Weg, den Sie angesprochen haben, essentiell ist. Aber wir haben noch keine Antwort dafür. Das ist noch zu früh. Deswegen sind wir zusammen in diesem Verbund. Wir müssen aber das Bewusstsein schaffen, dass auch die Literatur in den Blogs, in den Wikis relevant ist. Und da kann man natürlich hinarbeiten. Herr Kahn? Also ganz entscheidend, ich möchte es unterstützen, ganz entscheidend ist eben, dass Science 2.0 sehr viel dynamischer ist. Und ich meine, mich braucht niemand an eine klassische Zeitschrift heranzuführen. Da habe ich also schon hinreichend publiziert. Was ich eben spannend finde, ist, dass ich eben in meinem Blog auch überall ja die Möglichkeit habe, immer wieder auch Forschungsergebnisse mitzuteilen oder auch irgendwelche kontroversen Themen zu diskutieren. Und dass dann natürlich auch sozusagen andere Formen des wissenschaftlichen Arbeitens, dynamischere Formen, die dann auch durch Kommentare angereichert werden, möglich sind. Das heißt, wir brauchen da eine flüssigere Wissenschaft, die eben nicht nur auf diese starren Formen, Buch, Aufsatz in einer Peer-Review-Zeitschrift setzt, sondern wir brauchen natürlich auch eine gewisse Attribuierung für das Prestige-Ranking der Wissenschaftler. Das kann man durch CCBY ja durchaus realisieren. Aber wir brauchen freie, nachnutzbare Inhalte in den verschiedensten Open-Access-Formen. Okay, vielen Dank. Weitere Fragen und Anregungen? Ich probiere es einfach mal, uns zu provozieren und versuche aus Ihrem Gespräch heraus eine neue Heilige Kuh zu gestalten, aber nur als Gedankenexperiment.
um die heilige Kuh wäre die, drehen wir uns nicht vielleicht viel zu sehr in unserem eigenen beruflichen Kreis, in unserer Profession, diskutieren viel zu sehr darüber, was macht eigentlich unser Selbstbild oder unsere Diskurse aus, statt zu überlegen, wofür tun wir das eigentlich und für wen tun wir das. Und da würde ich gerne eine Frage aufgreifen, die Dirk Lewandowski und ich in einem Seminar Klassiker der Informationsliteratur den Studierenden erstmal gestellt haben. Was denken Sie, ist aus Ihrer Perspektive die Leistung der, nennen wir es Bibliotheks- oder Informationswissenschaft, die dafür gesorgt hat, dass die Welt heute anders aussieht? Oder weswegen sieht die Welt heute anders aus? Welchen Beitrag hat Ihre, unsere Wissenschaft dazu geleistet, dass die Welt besser oder anders aussieht? Die Frage aller Fragen. Wer mag? Also für jeden, der in der Bibliothek ist, müsste die Antwort auf der Hand liegen. Wir haben in der Vergangenheit auf höchstem Qualitätsniveau die Literatur in unserem Fall für eine bestimmte Domäne systematisch erfasst. Die Inhalte sind jetzt in einer Form da, mit der wir die Scientific Community, die wissenschaftliche Gemeinschaft, bestmöglich unterstützen können, auch in einem Weg, wie es Google beispielsweise nicht kann. Weil wir haben eben gesammelt, bezogen auf eine bestimmte Zielgruppe, Wirtschaftswissenschaften. Google hat keine bestimmte Zielgruppe, das sind alle. Und das ist ein Wert. Und der Wert ist da und wir müssen jetzt eben gucken, wie können wir diesen Schatz an Katalogdaten, an Dokumenten, seien es Bücher oder seien es digitale Open Access Dokumente, wie können wir die jetzt an die Nutzerinnen und Nutzer heranbringen, vor dem Hintergrund, dass sich deren Nutzungsverhalten dramatisch ändert. Kleine provozierende Antwort darauf. Ich denke, wenn es Bibliotheks- und dokumentationswissenschaftliche Überlegungen nicht gegeben hätte, hätten wir nicht die Vereinten Nationen. Weil nämlich Paul Ottlet und Henri Lafontaine, die die Dezimalklassifikation erfunden haben, nachdem sie gemerkt haben, dass es nicht klappt mit den Dezimalklassifikationen, weil man die Welt nicht in einem Semantic Web erschließen kann, haben sich einem viel interessanteren Thema gewidmet, nämlich den Völkerbund zu gründen. Das ist eine gesellschaftliche Positionierung, die ich mir erwarte von Bibliothekaren. Ja, ich möchte auch gerne antworten, ein bisschen ein paar hundert Jahre zurückgehen, vielleicht nicht 100 Jahre, aber bis länger als hier über Open Access diskutiert wird. Es ist ja nicht irgendwas gesammelt worden. Es ist sehr, sehr klug und sehr vorausschauend, mit viel intellektueller Anstrengung aufgebaut worden, sind Sammlungen aufgebaut worden. Und wenn Sie mir dazu ein Beispiel aus dem, aus dem Bereich des Kulturguts bei der Staatsbibliothek naheliegend nochmal erlauben. Die Staatsbibliothek bewahrt, also hat eine ganz herausragende Musikaliensammlung, Handschriften von Johann Sebastian Bach, aber auch als Teil des Memory of the World, die Beethovens Neunte. Ich stoße dann immer wieder auf die völlig erstaunte, geradezu schon entsetzte Frage, wie kommt die denn nach Berlin? Warum ist die nicht in Bonn im Beethovenhaus und warum ist Bach denn nicht in Leipzig? Wie konnte das passieren, so ungefähr? Meine Antwort darauf ist, das ist die Sammlungsanstrengung unserer Vorgänger, unserer Kollegen in der Mitte des, deswegen sage ich mindestens 100 Jahre, in der Mitte des 19. Jahrhunderts, als Musikalien noch nicht als zentrales Thema der Sammlung von Bibliotheken angesehen wurden. Da war die Königliche Bibliothek in Berlin ganz weit vorne, hat das erkannt. Und davon profitieren wir dann heute, wenn wir, ich sage jetzt mal, dann wieder was Modernes, Bach digital ins Netz stellen. Die Frage, was wir geleistet haben, ist eigentlich eher ein Teil der Selbstbeschau, die Sie vorher kritisiert haben.
Weil die Frage, die an der Universität ich mir eigentlich stelle oder die wir uns stellen müssen, ist doch, was erwartet der Physiker von uns als Bibliothek und wie müssen wir uns als Bibliothek verändern, um die neuen Bedürfnisse der Physiker, der Chemiker, der Biologen, aber auch der Theologen und Historiker. Also das wäre für mich aus der Praxis heraus eine wesentlich wichtigere Frage, wie sich die Arbeitsweise der Wissenschaftler verändert haben und wie wir darauf eingehen, als zu überlegen, was wir der Welt als Bibliothek gebracht haben, was sicherlich als Thema interessant ist, aber ist vielleicht doch nicht so eine heilige Kuh. Herr Graf, sind Sie mit den Antworten zufrieden, die hier gegeben wurden? Natürlich nicht. Da wir jetzt ja schon 18 Uhr erreicht haben, ist das ein bisschen schwierig, aber ich denke, dass die Bibliotheken sich vielmehr eben der, ja auch der Nutzerfreundlichkeit doch auch öffnen sollten, dass sie eben auch heilige Kühe, wie zum Beispiel im Bereich der Öffnungszeiten, haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, schlachten müssen, dass sie zum Beispiel eben auch viel mehr tun müssten, um im Bereich der lizenzierten Datenquellen und Datenbanken eben auch externen Nutzern im Bereich von Universitätsbibliotheken Remote Access zu ermöglichen. Also da gäbe es sicher eine unendliche Fülle eben von Missständen, die eben auch diejenigen, die meinen Blog lesen, vielleicht auch schon, ich habe da eine Liste jetzt auch für die im Vorfeld der Diskussion gemacht. Ich denke, das Bibliothekswesen hat mich immer, habe ich immer mit Respekt und mit großer Bewunderung gesehen, aber ich fürchte eben, dass es sich viel zu langsam der digitalen Welt öffnet und da muss wirklich mehr Dynamik und mehr Engagement auch von oben, auch von den hier vertretenen Leitungen und Professoren erfolgen. Jetzt haben wir ja mit der Frage von Frau Spree schon eine schöne Schlussrunde eingeleitet. Ich möchte betonen, dass wir uns nicht abgesprochen haben, dass sie diese Frage stellen würde. Wie Sie an den Bewegungen im Hintergrund auch merken, ist unsere Zeit leider schon um. Ich hoffe, dass es für Sie eine interessante Diskussion war. Ich möchte mich bedanken bei Ihnen als Publikum, dass Sie gekommen sind, dass Sie vorab viele Fragen eingereicht haben. Ich möchte mich natürlich besonders bedanken hier bei allen auf dem Podium. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Bibliothekartag und hoffe, dass Sie einige Anregungen mitgenommen haben, die Sie vielleicht bei der Abendveranstaltung dann auch noch heftig diskutieren können. Vielen Dank.